Die Pause hat sehr gut getan. Ich glaube, die haben wir alle notwendig gehabt, auch die Spieler. Und ich glaube auch, dass viele jetzt auch sich gut erholt haben. Ja, wir hatten, Dezember war sehr anstrengend, wir hatten sehr viele Spiele, waren viel unterwegs. Und jetzt hat man gemerkt, die Jungs, die jetzt in der Halle waren, man hat das Gefühl, sie sind voller Energie, sie haben sich gut erholt und haben strahlende Gesichter gesehen. Also ich glaube, wir freuen uns alle drauf, dass es wieder losgeht. Also jetzt bis zum Wochenende ist es so, dass wir jetzt die kompletten Leistungstests machen werden, so wie wir das auch im Sommer immer machen, nach einer Pause, bevor es dann in die Vorbereitung geht, wo wir dann auch entsprechend auch den physischen Plan auch dann steuern können und planen dürfen. Heute werden die athletischen Tests in der Halle gemacht, wo es um Berufsgenossenschaftssachen geht, um Disbalancen, wo es um Sprünge geht. Morgen werden wir dann Krafttest machen. Dann stehen Schnelligkeits- und Agilitätstests an im Laufe der Woche noch und dann noch ein Laktattest. Das sind die Dinge, die wir einfach als Basis brauchen, um Vergleichsmöglichkeiten auch zu haben und entsprechend auch das Training zu planen, das physische Training. Sehr, weil ich denke, beide Seiten profitieren davon. Wir arbeiten jetzt schon seit längerer Zeit mit der Uni in Göttingen zusammen. Dort sind einige Studenten da, Physiotherapeuten, die hier einen Einblick bekommen, die uns aber auch unterstützend zur Seite stehen, die mit Sebastian Däbel, unserem Physiotherapeuten, hier jemanden haben, der sie anleiten kann. Und ich glaube, das ist für beide Seiten eine sehr, sehr gute Sache. Also wir sind insgesamt 8 Leute aus dem normalen Kader. Dazu kommt Josip Scharatz dazu, der ein bisschen versucht, jetzt langsam in das Training integriert zu werden, der aber sicherlich jetzt noch eine gewisse Zeit lang braucht. Aber das heißt, wir sind 9 Spieler, wir haben die Zweitspielrechte dabei, wir haben jetzt auch in der Vorbereitung einige aus der A-Jugend mit dabei. Teilweise der ältere B-Jugendlehrgang, wirklich Jungs, die wir frühzeitig, so wie es bei Oskar gemacht haben, an das Niveau heranführen wollen. Das ist gut, dass wir da auch eine gute Zusammenarbeit mit der Jugend auch haben. Wir werden ganz klar jetzt zu Beginn, wird im physischen Bereich der Schwerpunkt liegen. Wir werden viel im individuellen Bereich handballisch arbeiten. Wir werden in der Kleingruppe arbeiten und dort versuchen, uns individuell weiterzuentwickeln. Und wenn dann die Spieler von der Nationalmannschaft kommen, dann wird man immer viel Zeit haben, dann wird es wirklich um die taktische Ausrichtung gehen.